Die Fashion Week hat gestern begonnen. Dann die Account-Sperrungen, die waren wohl versehentlich. Schnellfangtrick. Und beim Pokémon Trainer Club. Da wird sich heute etwas an der Login-Methode ändern. Gestern startete die Fashion Week. Wir haben ein paar Boni, Fangbonbons. Da geht es hauptsächlich darum, die Sammlerherausforderung, vergesst ihn nicht, holt die ab. Und im Shop kann man sich eine befristete Forschung kaufen. Oder man bekommt sie geschenkt. Vielen Dank an Mel für diese Forschung. Schauen wir mal, ob mein Dragoran mit dem besonderen Eventkostüm eventuell shiny ist. Da muss man verschiedene Schnappschüsse von Pokémon machen. Wer die herkömmlichen Feldforschungen erledigt, blende ich gleich noch ein. Der wird das sowieso in einem Aufwaschen schaffen. Und am Weg bekommt man so gut wie jedes kostümierte Event-Pokémon. Am Ende dann auch noch zwei Raid-Pässe, nämlich die grünen. Kann man sich kaufen, muss man aber nicht kaufen. Man verpasst keine exklusive Pose oder irgendwie so in der Art. Schauen wir mal auf die Feldforschungen. Leider kein Dragoran hier dabei, aber das war von Anfang an klar und angekündigt. Wir bekommen viele Feldforschungen, wo man einfach nur Pokémon fangen muss, dann einen Snapshot von dem Kumpel machen, einfach den Kumpel fotografieren, kann sowieso nicht schaden, da wird man vielleicht ab und an daran erinnert und dann wird der Kumpel auch aufgeregt, dann 7 Schnappschüsse von unterschiedlichen Pokémon machen, auch im Freien, in der Wildnis. Und dann haben wir noch eine, wo man entweder 1000 EP oder 1000 Sternenstaub bekommt. Mit dem Sternenstaub, die ist wirklich immer heftig. Einfach ein Absol oder ein Quabbel, auch im Freien, in der Wildnis, fotografieren. Die Kamera da oben in der Mitte antippen und bei der Gelegenheit checkt mal nach, ob die Fotos nicht lokal auf eurem Handy alle gespeichert werden. Die Feldforschungen, die finde ich sehr angenehm und passend. Auch mit den Schnappschüssen, ich meine, passt ja zur Fashion Week, da wird man fotografiert. Dragoran wäre noch wirklich cool gewesen, von mir aus bei einer ultra schwierigen Feldforschung. Doch Dragoran bekommt man leider nur im Raid. Und hier auch direkt die Überleitung im 3-Sterne-Raid. Beide Typen schwach gegen Eis und das bedeutet, so ein Pokémon kann man relativ einfach schaffen, wenn ihr eben Eis-Pokémon auch verwendet. Da reichen sogar ein paar nicht enorm gepushte Mammutl. Diesen 3er-Raid sollten wirklich viele Leute schaffen können, wenn ihr eben das Shiny jagen wollt. Und dann haben wir ab heute auch Mega Kangama im Mega Raid und Kobalium anstelle von Viridium. Mega Kangama, also nur Kangama, eigentlich ein regionales Pokémon. Bitte unbedingt einmal holen. Typ Normal, von daher bitte nur Typ Kampf verwenden. Doch Kobalium sehen wir uns ein wenig genauer an. Und da will ich auch eine Sache ansprechen nach dem Mega Knackrack Raid Day. Die WP übrigens identisch wie Viridium. Doch bei dem Raid Day habe ich in einer Party gespielt, in einem Team. Und mit diesem Bonus im Kampf, wo man per Sofortattacke diese besondere Ladeattacke auflädt, wo sich der Schaden verdoppelt, das ist schon Gewaldro, also wirklich brutalander der Schaden. Da nach einer Stunde lief die Gruppe dann aus. Wir haben bei einem Raid vergessen, eine neue Gruppe zu bilden. Und da hat man schon den Unterschied gemerkt, okay, irgendwie vermisse ich diesen erhöhten Partyplay-Schaden. Von daher, mittlerweile haben wir so viele individuelle Faktoren, sage ich mal, Freundesbonus, Wetter, wird irgendein Typ gerade von Wetter geboostet, dann eben Partyplay, habt ihr eine Mega-Entwicklung aktiv und die Person, die mit einer Mega-Entwicklung spielt, weicht die eventuell auch ein bisschen aus, sodass man diesen Schadensbonus länger hat. Im Raid kann man mittlerweile wirklich viel rausholen. Und wenn ich nun sage, immer, keine Ahnung, mit so und so vielen Leuten kann man das schaffen, da, ja, da spielen so viele Dinge mit rein. Also Kobalium, 3 Personen sollten es mindestens sein, doch mit all den Boni, ne, kann man Kobalium, glaube ich, auch im Duo schaffen. Und klar, man gewinnt keinen Preis dafür, wenn man mit so wenigen Leuten wie möglich hier irgendwie einen Raid absolviert. Doch vor allem als Dorfspieler, da hat man keine Wahl. Da sind eben nur so wenige Leute am Start. Und da muss man dann eben genau damit zurechtkommen. Im Event wurde ein Shiny neu eingeführt, nämlich die Molly-Morba-Familie.
So sehen die Pokémon aus, taucht schon ab und an in der Wildnis auf und da kann man aber sowas von locker flockig aus der Hüfte geschüttelt die fabelhaften Würfe treffen. Der Fangkreis, der ist einfach phänomenal. Und dann habe ich euch hier noch übersichtlich alle Event-Kostüm-Pokémon, die hier auftauchen, auf einer Seite aufgelistet. 5 Kilometer Eier habe ich noch gar nicht besprochen. Das sind die Event-Eier sozusagen. Also keine 7er Eier diesmal, sondern einfach nur ganz normale. Da können andere Pokémon drin sein. Highlight vermutlich Pichu. Und dort hat Mollymorba eine erhöhte Shiny-Chance, wenn ihr ein Mollymorba aus einem 5 Kilometer Ei erhaltet. Ja, ich glaube, das ist eher nur ein Köder. Ein Shiny darf man da vermutlich nicht wirklich erwarten. Erwartet habe ich auch nicht wirklich eine Stellungnahme von Niantic bezüglich der Account-Sperren. Doch Pokémon Go Hub hat Niantic gefragt, die haben wohl noch Kontakt. Na und Niantic hat geantwortet, die Bans, die sind wohl nicht beabsichtigt. Wow, wer hätte das gedacht? Mal wieder eine Welle an fälschlichen Account-Sperrungen? Pokémon Go Hub schreibt hier, der Auslöser war wohl der Schnellfangtrick. Und dadurch, durch diesen Fehler, durch dieses Schlamassel, haben wir komplett die Bestätigung, der Schnellfangtrick, der soll nicht gebannt werden. Oder man wird für den Schnellfangtrick nicht gebannt. Durch den Fehler wurde man nun gebannt, aber nicht. Ja, hier steht, das ist nicht beabsichtigt. Schnellfangtrick sollte keinen Bann auslösen. Da hat wohl versehentlich der Praktikant irgendein Update aufgespielt, welches so niemals live gehen sollte. Ja, und dann sind eben die Top-Spieler alle gebannt worden. Ist nicht so schlimm, oder? Da muss sich Niantic wirklich nicht melden. Also, auf Niantic Labs oder Niantic Support oder irgendwo gab es noch kein Wort von Niantic dazu. Nur eben über, ja, Pokémon Go Hub beispielsweise. Aber interessant auch, dass Niantic hier offenbar mal programmiert hat oder geplant hat, da irgendeine Sperre einzubauen, wenn man zu viele Pokémon fängt. Währenddessen machen manche Spieler unter Anführungszeichen, pro Tag tausende, also wirklich vierstellige Team Go Rocket Kämpfe. Da muss man natürlich nicht nachfragen. Kann ich schon verstehen, Niantic. Also ein weiterer Fall, wo Niantic viele, viele Spieler fälschlicherweise gebannt hat. Und dann wird wohl heute Abend eine Änderung bei der Login-Methode mit dem Pokémon Trainer Club vorgenommen. Der PTC, nicht zu verwechseln mit dem TCG oder dem VGC, solltet ihr das noch davor hören. Merkt euch oder schreibt euch eure Login-Daten irgendwo sicher auf, weil man wird euch vermutlich ausloggen. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute eventuell seit Monaten oder Jahren eingeloggt sind, automatisch und gar nicht mehr wüssten, okay, Moment mal, wie komme ich da rein? Ihr könnt nämlich auch eine andere Login-Methode hinzufügen in den Einstellungen. Pokéball antippen, rechts oben Einstellungen. Na gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Fashion Week und bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.